Moin moin Leute, Tumlo hier und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession hier im Let's Play Together Europa Universalis 4. Ich bin immer noch im Osmanischen Reich und wir sind immer noch bei der Islamisierung des Abendlandes. Großer Fortschritt auf unserer Seite und ein neues Ziel ist da. Endlich greifen wir diese Dreierallianz an. Wir werden die Toskana angreifen und Österreich und Aragon. Und ich bin nicht alleine, ich habe Hilfe. Hallo Leute. Hallo. Hallihallo, Assalamu alaikum. Hallo. Ja, ich würde sagen, wir legen direkt los. Wir lassen noch ein bisschen laufen. Seid ihr denn schon bereit für Krieg? Ich bin im Krieg. Im Prinzip, ja. Ach genau, meine andere Armee war ja noch oben bei den Thronanwärtern von Chipmunk. Ich erinnere mich. Ich habe mich nämlich vorhin gerade in der Vorbereitung gefragt, wo ich meine Armee hingeschickt hatte. Ich kann euch sogar noch zusätzlichen Service bieten. Ich kann Eroberungen von Luka oder den Heiligen Krieg machen. Heiliger Krieg ist normalerweise sinnvoller. Also erstmal überlegen, dann werde ich jetzt gleich auf die Österreicher draufrennen. Chipmunk, wie sieht's bei dir aus? Brauchst du noch Hilfe im Moment? Sieht's okay aus. Dann würde ich die Armee hier erstmal wieder runterziehen, dann kannst du in Ruhe belagern. Ich werde die nämlich brauchen. Und wenn irgendwas ist mit Rebellen, dann sag Bescheid. Ich denke mal, ich werde spätestens in Österreich besetzt einigermaßen was entbehren können. Okay. Gut, dann würde ich sagen, Kriegserklärung. Alles klar, ich schieße sie ab. Ich lade jetzt das Osmanische Reich und Marokko ein. Genau. Yep. So, ist raus. So. Marschieren wir gleich los. Aber das ist so. Okay, dann würde ich jetzt laufen lassen, aber erstmal auf 2. Und ich werde mal versuchen, mich direkt in der Toskana anzulanden und die ein bisschen zu ärgern. Na, wobei, das ist eine schlechte Idee, fällt mir gerade mal so auf. Das ist eine sehr schlechte Idee, da jetzt anzulanden. Dann komme ich nämlich nicht weg im Zweifelsfall und verliere meine Was ganze Truppe. Was ist das denn jetzt? Friesland schenkt mir Geld. Ja, weil du mit ihren Rivalen im Krieg bist oder ihren Feinden, was auch immer. Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, sowas in der Richtung. Es ist immer wieder interessant. Das habe ich jetzt so in der Form echt noch nie erlebt. Oh, der Autosave ruckelt gerade ein bisschen. Ich könnte jetzt theoretisch schon die nächste Militärtech nehmen und ich überlege gerade, ob ich das ist tatsächlich zu tun. Obwohl ich 7 Jahre der Zeit voraus bin. Aber ja, es ist gerade eine. Kommt jetzt hier rüber mit der Armee. Chipmunk, danke für das Geld. Hast du die Schweiz erobert oder was? Nein, die Schweiz hat mir Geld geschickt. Komana, kommst du dazu? Okay. Ja, ich komme. Na gut, ist glaube ich gleich schon gewonnen. Jo, das sieht gut aus für euch. Der hat nur einen Teil seiner Armee geschickt. Oh, die Timuriden sind nicht länger ein gültiger Rivale für mich. Und das, obwohl sie nicht geschrumpft sind. Das finde ich gerade durchaus interessant. Oh, ja, das ist. Die haben gerade mich schlecht. Zum Rivalen erklärt. Das haben die Österreicher die Gunst der Stunde genutzt, wo ich gerade meine Truppen reformiert habe. Das hätte ich echt noch vorher machen sollen. Aber ich glaube, dass das schaffen wir noch rechtzeitig, oder? Oh, ich hoffe es. Das wäre ungünstig. Na, das wird reichen. Da kommt Transsilvanien. Oh, und ich habe eine Seeschlacht verloren gegen die gesammelte Flotte des Feindes. Wo ist der? Wo ist die? Die Flotte ist bei mir. In der Adria. Okay, so weit kann ich glaube ich nicht. Ja, nee, ist nicht schlimm. Ich hab aber auch selber nicht aufgepasst in dem Moment, also es ist kein Problem, dass wir das Ding gerade verloren haben. Ich gucke jetzt wie gesagt, dass ich erstmal die Österreicher rausnehme. Den Rest ignoriere ich. Oh, ich habe Aragons Armee jetzt nochmal. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Was ist passiert? Es gibt Lustigeres. Ich glaube, die Goldene Horde braucht Hilfe. Was ist passiert? Moskau greift die Goldene Horde an, oder was? Ja. Heiliger Krieg. Okay, 2 Fronten. Juhu. Ach du Scheiße, Moskau hat 76.000. Na gut, Österreich ist ja nun nicht so stark im Moment, oder?
Wir müssen vielleicht, wenn eine Armee da ist. Die sind geschwächt. Ich werd zwei Armeen da. Lass halt eine Armee in Wien da, belagern Wien und dann nehmen wir sie so schnell wie möglich raus aus dem Krieg. Guck mal, wie, Commander, wie das. Also ich helfe auf jeden Fall Chipmunk klar. Commander, guck mal, was die gerade sagen, die. Was der Frieden gerade sagt, wie es aussieht. Frieden nur mit Österreich oder? Nur mit Österreich. Österreich sagt positiv 8, negativ 58. Okay, sind die noch verschuldet? Du wirst Wien besetzen müssen, glaube ich. Ja, das denke ich auch. Ich werde wahrscheinlich zwei Festungen besetzen müssen. Das heißt, ich bleibe mal in Wien und Kärnten und marschiere mit den anderen beiden Armeen in den Norden. Also Aragon ist jetzt auch kein Problem. Ich habe gerade das zweite Mal die Armee erwischt. Sehr gut. Sogar ein Wipe werden jetzt. Dann könnt ihr im Zweifel mit nach Österreich ja, und gewiped, die Toskana. Aragons Hauptarmee. Also sobald ich Joden Frieden habe mit den Truppen, kann ich auch nach oben kommen, ne? Wenn ihr noch Truppen braucht. Eine gute Idee. Also Aragon hat noch 13.000 Mann. Ja, also keine Panik, das haben wir unter Kontrolle. Ja, nur das Problem ist halt, dass Moskau mehr Truppen hat als ich. Achso. Beziehungsweise genauso viele, aber müssen wir mal gucken. Ja, okay, dafür bin ich zwei Decks so vor dem. Wir können ja auch sagen, Österreich jetzt erstmal vom Haken lassen und du kümmerst dich um Moskau und eigentlich war das Ziel ja eh Aragon. Aber ich will ja, Österreich einfach aus diesem Krieg raus haben, bevor sie sich wieder stärken können. Also ich lasse die zwei Armeen da und marschiere gerade mal in Richtung Moskau und versuche einzelne Armeen zu schlagen, wenn möglich. Problem ist, dass ich bei Chipmunk schon wieder die Rebellen sehe. Wurdest du gewiped? Beinahe. Wo ist denn die Armee hinmarschiert? Ich sehe sie nämlich gerade nicht. Nach Krasam. Okay. Also zwei Drittel habe ich verloren. Gut, solange du nicht komplett gewiped wirst, ist alles okay. Hast du ordentlich Festung, dass wir ein bisschen Zeit haben? 1, 2, 3, 4 Festungen. Die fünfte sind jetzt gerade im Belagern, aber die ist in Hand von Rebellen. Das sollte aber an sich ganz gut möglich sein. Ich werde den Krieg einfach genauso führen wie den letzten gegen Moskau. Die teilen sich zu sehr auf mit ihren Truppen. Die machen es mir leicht, einen Einzelnen abzufangen. Im Zweifel. Genau das versuche ich gerade nämlich auch. Jetzt ist es gerade wirklich mal interessant hier. Ja, das ist jetzt gerade nicht ohne. Also ich kann mich gerade auch nicht auf Österreich konzentrieren. Also wenn da irgendwas ist, sagt bitte Bescheid. Ich schau hin. Ja, Österreich hat einen neuen Herrscher. Das hätte ich jetzt mir fast Valencia schon gedacht. Valencia ist gleich besetzt, dann kannst du dann schon mal gucken, ob sich... Wir müssen eigentlich nur Frankreich auslösen aus dem Bündnis. Der Rest ist dann egal. Dann kann ich schon in Österreich dann helfen gehen nachher. Ja. Und Chipmunk, im Zweifel zieh dich einfach zurück mit deinen Truppen. Am besten irgendwo auf mein Gebiet, bevor du unnötige Verluste erleidest, weil du brauchst die eher gegen Rebellen. Ich komme fast nicht zu dir durch. Ja, ich sehe es. Und Schweden Valencia kommt gerade, jetzt ist interessant. Guck mal, ob du was machen kannst. Das schon reicht? Nein, das reicht noch nicht ganz. Oh, jetzt wird's spannend. Da müssen wir noch an zwei Festungen belagern. Die haben halt die Schweden dabei. Das Toledo ist ja auch gleich durch. Es geht. Die Schweden sind mir in allen Punkten unterlegen gerade. Das ist sehr schön. Wir haben weniger Disziplin, weniger Moral, weniger Militärtaktik. Und ich habe die Belagerung von Kärnten gewonnen. Und Wien ist ja auch gleich durch. So, und Moskau greift mich nochmal weiter an. Perfekt, mit der Flussüberquerung. Oh, aber da kommt eine zweite Armee. Das könnte gefährlich werden. Du kannst die Toskana-Armee da platt machen. Guck mal, du hast doch Kärnten jetzt besetzt. Da direkt daneben steht eine Armee von der Toskana. Nein, nicht die aus Wien! Ich habe gerade gesehen, ich habe mich verklickt. Das war ein Fail. Ich bin gerade auf andere Dinge konzentriert. Tut mir leid. Alles ging nach Plan. Es läuft noch. Gott sei Dank. Ich verliere leider gerade die Schlacht, weil die einen Ticken zu schnell waren. Ich hätte fast die erste Armee geschlagen, bevor die zweite gekommen ist. Aber dann schick doch gleich jetzt die Armee, die da jetzt frei geworden ist. Oh, mache ich auch gleich. Toskana ist gewiped. Und mit der Armee sollte es auch schon fast reichen. Ich muss, glaube ich, die Belagerung an Dings übertragen, oder? Ist bei irgendjemandem gerade was vorbeigeflogen? Es ist egal. Für den Warscore ist es egal. Also ich check zwischenrein immer wieder ab.
Oh, wunderbar. Moskau macht gerade Chipmunks Rebellen platt. Wenigstens etwas. Wenigstens zu irgendwas sind die gut, gell? Ja. Österreich belagert wieder Kärnten, verloren. Aber das ist ja, auch bis die das schaffen, haben wir Wien. Falls irgendjemand zu viel Geld hat, ich würde mich um einen kleinen Zustupf freuen. Also, ganz kurz, Tumlu, da laufen zwei größere Armeen der Toskana zu dir hoch. Was heißt größere? Beide 20.000. Okay, es wird gefährlich. Die kommen gerade, glaube ich, nicht durch, weil Kärnten noch im Weg ist. Aber danach wird es gefährlich, eventuell. Dankeschön. Oh, zieh mal deine Flotte dazu, Commander. Ganz schnell. Wo? Seeschlacht. Oh ja, seht. Toledo ist belagert, kannst du jetzt den Krieg... Wien ist belagert. Ausnehmen mit Frankreich? Ja, gut, dass du pausiert hast, danke. Weil die Seeschlacht könnten wir verlieren. Aragorn kann ich auch nicht rausnehmen, wieso? Weil eine laufende Schlacht. Schlachten. So. Und Österreich? Österreich kann ich rausnehmen. Kannst du noch was fordern? Ich kann... Ja, Geld zum Beispiel könnte ich fordern. Also auf jeden Fall keine Provinzen. Am besten wäre es, du entlässt irgendwas oder halt Geld. Wobei, haben die gewichtige Bündnisse... Schau mal, aber da geht nicht viel. Ich kann nicht mal ein Bündnis aufkündigen. Die haben 10 Großkampfschiffe. Das schaffen wir nicht. Also Österreich, dann nimm dir bei Österreich einfach Geld. Das ist das Wichtige. So. Abgesendet. Für Österreich? Okay. Und Aragorn, ja. Macht dann gleich. Dann zieh dich zurück. Dann könnt ihr... Wobei, dann kannst du jetzt vielleicht schon verhandeln. Lass mal einen Tag weiterlaufen. Mhm. Castilla La Vera ist jetzt auch belagert. Ja, ich habe jetzt gerade keinen Diplomaten, um es zu gut, dann, weiterlaufen. Ja, lassen. Dann pausier gerade, wenn es soweit ist. Am besten. Dann solltet ihr die beiden nämlich rausnehmen können, dann würde ich euch erstmal mit der Toskana alleine lassen und kümmere mich um die Russen. So, jetzt. Aber positiv 52, negativ 51. Das dann machen wir noch einen Moment weiter. Dann belagert er einfach mal weiter, Moment. Ja, noch ein paar Provinzen, dann sollte es reichen. Oh, schön Mauern durchbrochen. Sowas liest man gern. Oh ja. Ist immer wieder eine gute Nachricht. So, ich könnte jetzt einen weißen Frieden schließen. Aber wir wollen Bündnis mit Frankreich aufkündigen. Genau. Ja, das hat Priorität gerade. Ja, noch ein bisschen. Dann kriegen wir vielleicht sogar noch die mehr nächste raus. Festung fällt gerade. Na, mehr brauchen wir ja nicht. Wir wollen ja möglichst kurzen Frieden haben. Nur, dass halt Frankreich raus ist. Also nicht irgendwie zusätzliche Forderungen. Alles klar. So, ich schnapp mir jetzt... Ach, schade, die sind abgezogen. Ich hätte fast eine russische Armee schnappen können im Alleingang. Ich wipe denen gerade die ganzen kleinen Armeen weg. Und da sind ein paar Schweden. Kümmere ich mich doch erstmal um die. Chipmunk, was sagt dein Warscore? Minus 1. Und dein... Also, hältst du durch gerade oder zerfällst du innerlich? Nee, passt. Wie im Moment. Okay. Ich hoffe jetzt immer noch, dass die noch meine letzte Rebellenarmee platt machen, die mir die... Oh, nicht gut. Das hätte schief gehen können. Da stehen die ganzen Russen gerade. Ich kümmere mich erstmal um die Schweden da oben. Und danach würde ich dann gucken, dass wir, dass wir uns mit denen da unten... Okay, sie kommen. Bleib hier. Chipmunk, komm runter. Das ist gerade wichtiger. Die Schlacht oben gewinne ich sowieso. Ach, Schweden macht auch noch mit. Ja. Was denn? Natürlich. Aber die Schweden sind... Nicht lustig. Die Schweden sind mir aber deutlich unterlegen, genauso wie die Russen. Die haben technologisch keine Chance gegen mich. Beide Schlachten gewonnen. Also die eine Schlacht ist schon gewonnen, die andere ist gleich gewonnen. Dann nützt denen auch ihre Verstärkung nichts.
So, es kommt gleich zur Schlacht. Sehr schön. Ich komme gleich hinterher. So, jetzt so, kann ich Festung ganz kurz pausieren. Ja. Jetzt müssten wir... Ja, jetzt bekommen wir unseren Frieden mit Aragorn. Ja gut, dann okay, schwächt cool. Ihr noch so gut es geht und dann passt das. Nee, nicht. Ach so, stimmt ja, stimmt ja. Ja, stimmt, Entschuldigung. Also, Bündnis mit Frankreich auch kündigen, abgeschossen. Sehr schön, dann kümmert euch so schnell wie möglich um die Toskaner, die belagern mir nämlich gerade eine Stadt. Und ich habe meine Truppen woanders. Jetzt ist meine Flotte wieder losgeeist, jetzt kann ich die Toskaner an. Chipmunk, ich würde sagen, du kümmerst dich mal primär darum, deine Sachen zurückzuerobern. Ja. Du kannst im Kampf mit deiner Tech leider nicht viel reißen, aber bei der Belagerung macht es ja keinen Unterschied. Ich helfe mit meiner kleinen Armee mit, die anderen beiden sollen belagern. Aber ich muss sagen, ich freue mich richtig auf den Patch. Also ich habe es jetzt schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt, ich werde ja wahrscheinlich dann mit dem nächsten Patch einen Achievement Run mit den Osmanen machen. Ich werde eine World Conquest versuchen. Das wird ein Spaß. Und sehr, sehr anstrengend. Ich glaube, ich muss Korsika abstoßen. Weil wenn noch weiter hoch geht, dann bekomme ich die internen Konflikte und darauf habe ich jetzt echt keine Lust. Es geht nicht im Krieg. Dann musst du den Krieg schnell beenden. Noch mal kurz Frieden. Dauert nicht lang. Jo, kein Problem. Was holst du dir denn? Ja, mal schauen. Also auf jeden Fall natürlich Kaffer, die Goldprovinz. Ja, und dann noch ein bisschen mehr. Der Sieg über Äthiopien ist da. Ist das der endgültige Sieg? Nee, der endgültige leider noch nicht. Dazu sind sie zu groß, so viel kann ich mir nicht nehmen. Aber sie spielen danach keine Rolle mehr, sag ich mal so. Ja, das meinte ich primär. Das heißt aber auch im Klartext... dass die koptischen Christen fast vernichtet sind. Jein, ich muss tatsächlich noch links rüber gen Westen Richtung Nuba, also Sana'a. Ja, also in Nuba sehe ich mehr, davon sehe ich leider nicht. Also die eine Provinz sehe ich. Da sind nämlich auch Kopten, noch ein paar koptische Provinzen, sind da 3-4 oder so, die hole ich mir noch und dann ist das hier unten bereinigt, nenne ich es mal. Dann fehlt nur noch Semia. Ja, richtig. Wobei, warum spreche ich das Französisch aus? Weiß ich nicht, vielleicht weil es schön ist. Das sind deine Verbündeten. Vasalisierst du die noch, oder? Ja, mal schauen. Die haben jetzt im jetzigen Krieg wirklich gute Dienste geleistet. Mal schauen, das hat Zeit. Weißt du? Das ist ja keine Bedrohung. Mal schauen. Die werden so. Quasi toleriert innerhalb des Mamelukenreichs. Die werden erstmal noch toleriert, wie Religionen das teilweise eben so machen. Ne? Ja. So, also du bist der etwas tolerantere von uns allen. Na, einer muss es ja sein, oder? Ja gut, historisch gesehen müsste es eigentlich ich sein. Okay. So. Wo bin ich? Da bin ich. Okay, dann ist das hiermit erledigt. Und dann kann es auch weitergehen. Und ich kann jetzt, wenn ihr wollt, in den Norden kommen. Ich glaube, es ist tatsächlich nicht mehr nötig. Okay. Also kümmer du dich ruhig um Sana'a. Ich glaube, das klappt. Oder was sagt ihr da in Italien? Ja, ich setze jetzt nach Florenz. Immer. So. Gut, ja, die Toskaner steht wahrscheinlich sowieso mit der kompletten Armee da in Ungarn rum. Wobei, ich sehe gerade, es ist doch ein bisschen was los hier und meine Truppen haben sich noch nicht wirklich wieder aufgebaut. Meine Manpower geht langsam zur Neige. Welche Tech hast denn du, Unkrauts? 10, militärisch. Und damit bist du Moskau nur minimal unterlegen, also du könntest dich anschließen. Ja, wie gesagt, wenn die Hilfe braucht, komme ich. Ja, dann kommen. Alles klar. Und ich überlege gerade, wie ich hier am geschicktesten vorgehen kann, ohne dass es schief geht. Weil ich habe jetzt noch knappe 50.000 Mann hier und Moskau alleine hat 70.000. Ja. Ich glaube, ich muss mich mal ein Stück weit zurückziehen. Ich lass mal weiterlaufen. Ich glaube, das ist der bisher echt spannendste Krieg. Was
sagt denn deine Kriegs... erklärt, sind oft spannend. Ja. Ich habe gerade von Lübeck 100 Dukaten bekommen. Schön. Schön. Oh, es kommt zur Schlacht. Ja. Ich verstehe gerade selber nicht, wie ich meine Armee hier organisiert habe. Ich habe da irgendwas durcheinander gebracht, so wie es aussieht, aber egal. Das wird schon, hoffe ich. Wir sind gerade in der das wird was. Wir sind gerade noch in der Überzahl. Ja. Und das ist so deutlich, selbst wenn die schwedischen Verstärkungen rechtzeitig kommen, gewinnen wir, glaube ich, trotzdem. Vor allem, weil wir auch noch Würfelglück haben. Ja, das gewinnen wir. Und da sind Thronanwärter. Du hast einen neuen Herrscher. Und bist rausgeflogen. Chipbug? Ah, er ist aus dem Teamspeak geflogen. Oh, ja, er wurde geköpft und jetzt kommt ein neuer Spieler. Ja, ich merke schon. Also ich glaube, das ist ein sehr guter Moment, um einen kurzen Cut zu setzen. Chipmunk ist draußen. Er wurde ersetzt durch Abdul Karim, den ersten Gengeship. Der zumindest ein bisschen was auf dem Kasten hat, muss man lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, bis dahin. Ciao. Wahrscheinlich größeres militärisches Tschüss. Oh, möglich. Ciao.